Doc wird Ihnen präsentiert vom 100% elektrischen Nissan Leaf. Wie nennt man das Schweizer Parlament und wie setzt es sich zusammen? Die Bundesversammlung. Welches ist der höchste Berg der Schweiz? Der höchste Berg der Schweiz, das ist die Dufour-Spitze mit 3000. Moment, Entschuldigung, ich habe etwas verwechselt. 4210 Meter. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht. Es sind 4234 Meter. Ah ja, stimmt, ich habe alles verwechselt. Also zwei Fehler habe ich gemacht. Wir haben diesen Schritt nie gewagt, weil zuerst war es die Sprache und dann waren die Kinder wichtiger und dann die Arbeit, noch mehr Arbeit. So ist die Zeit vergangen. Wir sind bald da. Ganz ruhig, tief durchatmen. Das Schweizer Einbürgerungsverfahren ist das strengste in ganz Europa. Zwar gibt es nur einen Schweizer Pass, aber über 2000 Wege, ihn zu bekommen. Das entspricht der Anzahl Gemeinden in unserem Land. Zum ersten Mal haben kommunale Behörden in allen vier Sprachregionen Zutritt zu ihren sehr vertraulichen Anhörungen gewährt. Bei dem entscheidenden Schritt vor der Kommission müssen die Bewerberinnen und Bewerber ihre Swissness unter Beweis stellen und zeigen, dass sie das Räderwerk, das unser Land antreibt, bis ins kleinste Detail kennen. Willkommen in der Einbürgerungsfabrik. Willkommen bei Fabrique de Suisse, Verschwizers, La Fabrica de Suisserie, Schweizer machen. Sind wir hier richtig? Viele Leute stresst die Einbürgerungsanhörung derart, dass sie fast zusammenbrechen. Ganz, ganz ruhig. Es wird schon gut gehen. Wechseln wir ab? Gerne. Wir machen kurz die Einführung. Wir versuchen, die Zeit einzuhalten. 20 Minuten. Ja, wir fangen schon mit ein bisschen Verspätung an. In Lausanne müssen bis Ende 2020 auf Hochtouren über 1600 Bewerbungsdossiers abgearbeitet werden. Diese wurden noch unter dem alten Gesetz eingereicht, so auch das der Benedettos. Scheitern die beiden Italiener, fangen sie wieder bei Null an. Einer von fünf Bewerbenden wird hier im Durchschnitt abgewiesen. Ich fange mit Ihnen an, Frau Benedetto. Warum wollen Sie Schweizerin werden? Unsere ganze Familie lebt hier. Außerdem bin ich seit fast 50 Jahren in der Schweiz. Ich habe mich um meine Kinder gekümmert, habe gearbeitet und die Einbürgerung immer wieder aufgeschoben. Ich wollte den Schritt gehen, aber ich habe gehofft, dass es von alleine passiert. Okay, und Sie, Herr Benedetto? In all den Jahren haben wir uns gut integriert in die französische Sprache und die Bräuche. Nun bitte ich Sie, Madame, mir die fünf größten Schweizer Städte zu nennen. Zürich, Bâle, Genève, Lausanne, Bern. Perfekt. Dann, Monsieur, zwei Flüsse. Zwei Flüsse, der Rhein und die Rhone. Die Rhone entspringt dem Wallis. Sie fließt durch den Genfer See, verlässt die Schweiz in Genf und mündet ins Mittelmeer. Der Rhein entspringt dem Kanton Graubünden, fließt durch den Bodensee, verlässt die Schweiz in Schaffhausen und mündet in die Nordsee. Wissen Sie, es gibt Schweizer, die das nicht so genau wissen. Gratulation. Machen wir mit Geschichte weiter. Geografie, Politik, Geschichte. Egal, was Sie je über die Schweiz wissen wollten, das Ehepaar Benedetto weiß auf alles eine Antwort. Welche Daten sind wichtig in der Schweizer Geschichte? Der Geburtstag der Schweiz, 1291, also der Bundesbrief zwischen den Kantonen Uri, Schwyz und Unterwalden auf dem Rütli. Sehr gut. Noch ein anderes Datum? Der Wiener Kongress von 1815. Dort wurde die Neutralität der Schweiz erklärt und die Grenzen so festgelegt, wie sie heute sind.
Madame, nennen Sie einige wichtige Daten in der Waadtländer Geschichte. 1536 nahmen die Berner das Waadtland ein und brachten den Protestantismus. Dann gibt es noch ein anderes Datum. 1803 ist das Waadtland der Eidgenossenschaft beigetreten. Das stimmt. Als Gemeinderätin ist dieser Auftrag hier sehr sinnvoll für mich. Damit würdige ich das Engagement, das diese Menschen aus dem Ausland für die Schweiz bringen. Das ist sehr wichtig. Und 2003? 2003 wurde die kantonale Verfassung revidiert. Viele Ausländerinnen und Ausländer lassen sich, wie die pensionierten Benedettos, erst im fortgeschrittenen Alter einbürgern. Die doppelte Staatsbürgerschaft war lange verboten und eine Einbürgerung teuer, denn die Kosten richteten sich nach dem Einkommen und konnten sich auf mehrere tausend Franken belaufen. Seit 2006 dürfen die Behörden nur noch die Verfahrenskosten berechnen. Dennoch gibt es große Unterschiede. In Lausanne wird man für 800 Franken eingebürgert. Fast viermal weniger als in Freienbach. Dort muss Andreas 2.900 Franken bezahlen. Aber da braucht es schon mehr, um den Bewerber aus der ehemaligen DDR zu entmutigen. Ja, heute gehe ich die Unterlagen ab. Von der Schule und die ganzen Unterlagen, die praktisch zur Einbürgerung gefordert waren. Ziemlich viel. Andreas hat den kantonalen Einbürgerungstest bestanden. Sein Verfahren läuft weiter. Er wird von der Gemeindeschreiberin vorgeladen. Jetzt Sie wohl, Andreas. Ich habe miteinander telefoniert, was die Bürgerkrieg. Die Unterlagen haben Sie dabei? Ja, die habe ich dabei. Gut. In unserem Land, wo die Einheimischen beim Thema Geld lieber schweigen, müssen sich die Einbürgerungswilligen bis auf die Unterhosen ausziehen. Darf ich das schnell rausnehmen? Ja. Wir tun es noch in so ein Mäppchen rein von uns. Da kommt noch die Bundessteuer. Siehst du das Test? Gut absolviert. Die Geburtsurkunde habe ich jetzt gerade noch gesehen. Das hätten Sie noch nicht eigentlich einreichen müssen. Da kommt dann das Zivilstandsamt zu einem späteren Zeitpunkt auf Sie zu. Mhm. Weil die Geburtsurkunde darf nicht älter sein als 6 Monate. Aha, okay. Gut, dann muss ich noch mal eine neue beantragen. Die Steuerrechnung brauche ich nicht, das gebe ich Ihnen wieder mit. Mhm. Ich bräuchte eigentlich wirklich nur die definitive Steuerveranlagungsverfügung. Es sieht dann so aus, das ist das doppelseitige Blatt vom Kanton. Also 14 und 15 muss ich nach. 14, 15 Steuerveranlagungsverfügung, ja. Und dann noch das Blatt vom kantonalen Steueramt. Andreas dachte, sein Verfahren würde endlich vorankommen. Doch der bürokratische Weg ist kafkaesk. Bis er die fehlenden Dokumente erhält, sind andere möglicherweise bereits wieder abgelaufen. Ich bin im Sportverein Pistolenschießen, dann bin ich aber in Altendorf Lachen. Also Sie müssen sicher nicht zwingend immer in Freienbacher Verein sein. Ja, nur wegen der Integration. Ja. Also. Ja. Hauptsache, Sie sind in einem Verein, habe ich jetzt so nicht gesehen, auf Ihrem Lebenslauf steht das auch drauf, wegen Ihren Hobbys. Ja, ich habe da mehr Hobbys, Angeln, aber das habe ich zurzeit hier nicht ausgeübt. Nein, dann ist gut. Wir machen dann die Behördenanfragen noch beim Amt für Migration, bei der Polizei. Und dann machen wir ja, Sie haben ja noch den Arbeitsvertrag eingereicht, machen wir einmal nur eine Arbeitgeberanfrage. Ja. Also Sie werden immer schön dokumentiert von uns. Okay. Gut. Ja, dann danke ich. Danke Ihnen vielmals. Seit 8 Monaten wartet David auf diesen Brief. Für den eritreischen Flüchtling und seine Familie ist das ein entscheidender Schritt in ihrem Einbürgerungsverfahren. Okay, Aufgebot zur Einbürgerungsanhörung. Mit mir? Die 14-jährige Ermela ist ebenfalls eingeladen. In Bezug auf Ihr Einbürgerungsgesuch laden wir Sie zu einer Anhörung mit den Mitgliedern der Einbürgerungskommission Lugano ein. Mir fehlt ein Knopf. Er ist abgefallen. Während sich die Familie für das orthodoxe Fest des heiligen Michael bereit macht, wird Ermela bewusst, was ihr Vater alles auf sich genommen hat, um den Schweizer Pass zu bekommen.
Am Anfang hatte ich keine Ahnung, aber er hat mir alles erklärt. Zuerst glaubte ich, es sei ganz einfach. Aber später habe ich verstanden, dass man extrem viele Sachen machen muss und dass es gar nicht so einfach ist. Wie sehe ich aus? Oder doch lieber der Weiße? Nein, das sieht gut aus. Besser als der Weiße. Okay. Er hat sich extrem engagiert. Er kam spät abends nach der Arbeit nach Hause und fing sofort an zu lernen. Am nächsten Tag ging er zur Schule. Dann kam er heim, lernte wieder. Er hat sich wirklich Mühe gegeben. Ciao, Mama! Ciao! Letiab geht wegen eines kurzen Spitalaufenthalts nicht mit in die Kirche, behält aber ihre Familie trotzdem im Auge. Und das bin ich. Okay. Und Papa? Papa hat diese Schuhe hier angezogen. Ja. Welche Schuhe hast du angezogen? Ich habe extra deine Lacoste-Schuhe geputzt. Geh sie doch holen, sie sind im Schrank. Sie möchte unbedingt, dass wir alle in Weiß in die Kirche gehen, also ziehen wir uns alle weiß an. In Ordnung, gnädige Frau. Ciao, Mama. Ciao, ci vediamo. Davids Kinder kennen nur Lugano. Das ist weit weg von Eritrea, wo ihr Vater aufgewachsen ist. Durch die Gemeindefeste will David seinen Kindern ihre Wurzeln näher bringen. Andreas macht es nichts aus, stundenlang Auto zu fahren, um seine Familie zu besuchen. Sie lebt verstreut über ganz Deutschland. Der Opa. Ja. Das war mein Enkel. Die Oma ist auch da. Und das ist die Flora. Komm mal hier mit Jets. Dieses Wochenende besucht er seine älteste Tochter Saskia, um seine zweite Enkelin kennenzulernen. Oh ja. Meine Enkelin. Ja? Den kennst du na ja nicht, den Opa, wa? Das ist eine ganz andere Stimme. Da guckt sie aber. Ja, aber ist nicht. Nö, die ist eine ganz friedliche. Komm mal her. Begleitet wird Andreas von seiner Partnerin Birgit, der Mutter seiner jüngsten Tochter Lisa. Gemeinsam haben sie lange in Freienbach gewohnt. Vor einem Jahr ist Birgit auf der Suche nach Arbeit nach Deutschland zurückgekehrt. Andreas ist alleine zurückgeblieben. Trotzdem ist er fest entschlossen, Schweizer Bürger zu werden. Hallo, Oma. Ohne seine Familie hätte Andreas kaum einen Grund, nach Deutschland zurückzukehren. Denn dabei reißen alte Wunden auf. Für mich eben Unterschied zwischen Bundesrepublik und Schweiz ist, in Westdeutschland habe ich dann die Erfahrung gemacht, ja, der Ostdeutsche ist weniger wert. Bei 30 Jahren nach der Wende, man ist Ossi. In der Schweiz hat man eben, finde ich, mehr Chancen und da zählt man mehr als Mensch. Mit den Bergen, schön wandern gehen. Du bist auch gern beim Opa zu Besuch. Im Winter waren wir schon schlitteln. Nach dem Mauerfall wurde Andreas den Stempel Ossi nie mehr los und fühlte sich von den Westdeutschen als Verlierer der Geschichte abgestempelt. Andreas ertrug diesen Hohn nicht und zog in die Schweiz. Kommst du Opa auch mal wieder in der Schweiz besuchen? Ja? Aber nur am Donnerstag. Nur am Donnerstag? Warum nur am Donnerstag? Komm ich dann zu dir. Ja, und dann können wir auch im Wald Pilze sammeln gehen, ne? Und dann kann man sie zum Essen mit dran machen. Ja. Okay. Oh. No, perché
Zum Beispiel da drüben. Das ist eine natürliche Verwerfung. Sie verläuft ganz unten auf dem Grund des Meeres. Wie jedes Jahr plant die Familie Corona Cardoso die Ferien in der touristischen Nebensaison ihrer Wahlheimat. Seit 30 Jahren leben die Hotelangestellten in Pontresina und arbeiten den ganzen Sommer lang. Vor der bevorstehenden Einbürgerungsanhörung erholt sich die italienisch-portugiesische Familie in Annas Heimatstadt, Abrantes. Da ist wieder Retour, wenn du klein bist also, oder jung bist. Es war ein anderes Leben. Dann sind alle miteinander am Spielen, draußen im Straße. Nein, er wohnt mit seiner Freundin zusammen. Jetzt schon? Sieh mal an, die Zeit rast. Da wird immer daheim sein. Das schon, weil meine Wurzeln, die Familie, Freunde und dann hast du ein Haus da. Und wenn die Mama und deine Tochter so Freude hätten, da wieder zurückkommen, das ist immer schön. Jetzt hast du das Foto verdorben. Selbst in den Ferien können die Unermüdlichen nicht aus ihrer Haut. Es scheint eine Berufskrankheit zu sein. Bei Familie Corona Cardoso wird selbst das kleinste Familienessen zum Festmahl. Ah gut, du weißt jetzt, dass man sich bei uns drei Küsschen gibt. Ja, das ist der größte Freund, den ich habe, sobald ich zurückkomme. Tante oder die ganze Familie oder Cousin siehst du das ganze Jahr nicht. Und wenn du kannst etwas abmachen, auch wie heute, das ist alles so spontan. Reden über die Familie, was gibt's Neues, wer leider ist gestorben oder so. Wie heute, das war auch schön mit meiner Tante und Cousin, schon lange nicht mehr gesehen. Hier kann ich endlich einmal regelmäßig essen. Das ist toll. In der Schweiz schaffe ich es mit all dem Stress und der Arbeit nicht, etwas Vernünftiges zu essen. Als Anna und Paolo in die Schweiz kamen, standen sie ganz unten auf der sozialen Leiter und mussten für ein besseres Leben kämpfen. Stein auf Stein haben sie sich hier ein Traumhaus gebaut. Klar, dass wir sind in der Schweiz zum Geld verdienen. Aber es ist nicht nur Geld verdient und alles daheim schicken. Also wir machen ein ganz normales Leben. Wie ein Schweizer. Oder? Wo ist ein Schweizer, wohnt in Schweiz, verdient in Schweiz und vielleicht hat ein Ferienhaus im Ausland. Wir denken, wir haben auch ein Ferienhaus im Ausland. Quasi. Die Dressur, die finde ich sehr schön. Diese Pferde haben so eine Art zu gehen. Ich finde, sie stellen den Kopf so elegant. Und die Postur, die finde ich sehr wichtig. Heute sind Anna und Paolo stolz, dass sie ihrer Tochter eine Kindheit bieten können, von der sie nie zu träumen wagten. Mit den Pferden fühle ich mich einfach frei. Ich denke an nichts anderes. Mein Ziel ist es, die Schule in Pontresina fertig zu machen und dann eine Lehre zu beginnen. Und dann kann ich hier nach Portugal kommen, an die Universität von Coimbra. Wie alle jungen Leute mit einem C-Ausweis kann sich auch Chiara nicht komplett frei bewegen. Damit sie im Ausland studieren kann, braucht sie eine Genehmigung von den Schweizer Behörden. Ansonsten zählt ihre komplette Kindheit in der Schweiz nicht mehr. Mit dem Pass wäre diese Gefahr gebannt. Obwohl Chiara noch jung ist, muss sie bereits nächstes Jahr entscheiden, was sie in Zukunft machen will. In der Schweiz haben junge Menschen viele Perspektiven, um sich eine bessere Zukunft und ein sicheres Leben aufzubauen. Hallo. War keiner da? Also steht's gerade. In Stuttgart jagt ein Besuch den nächsten. Jetzt darf Andreas' jüngste Tochter ihre neue Nichte kennenlernen. Das ist ja so anstrengend. Tja, jetzt sitzen drei Generationen auf der Couch.
Lisa ist Flugbegleiterin und lebt in Berlin. Nachdem ihr Einbürgerungsgesuch vor 5 Jahren abgelehnt worden war, kehrte sie Freienbach und damit auch dem Großteil ihrer Jugendzeit den Rücken. Mit 12 Jahren sind wir hingezogen. Ich habe ja meine Teenagerjahre verbracht, teilweise auch in die jungen Erwachsenenjahre rein. Und es war ja eine Heimat. Allein schon dadurch, dass alle meine Freunde Schweizer waren. Und teilweise auch eingebürgerte Schweizer, aber das hat man ja natürlich nie offensichtlich mitbekommen. Das waren halt meine Freunde und das waren halt Schweizer. Ja, du bist ja auf der Schule gegangen, Gymnasium. Die Freunde, die ich da hatte, die Beziehung, die man da hatte. Ja. Lisa war auf gutem Weg, Schweizerin zu werden. Sie hatte alle Hürden gemeistert. Es fehlte nur noch die Anhörung vor der Gemeinde. Die Erinnerung an dieses Gespräch geht ihr immer noch unter die Haut. Also da habe ich mich wirklich unter Druck gefühlt teilweise, weil ich auch manche Sachen nicht wusste, wie zum Beispiel dieses Naturschutzgebiet. Oder Frauenwinkel. Genau das, ja. Jetzt weiß man es. Ja. Und aber zum Beispiel die Sportarten, habe ich zum Beispiel jetzt Ski und Snowboarden gesagt und das wurde aber da überhaupt nicht. Die sind international. Das ist nicht. Ja, es sind Schwingen und Hornos und so. Nee, nicht wirklich. Also Schwingen wusste ich noch, da waren wir auch öfter auf Festen. Meine ganzen Schweizer Freunde, die wussten natürlich alle von Schwingen, weil das ist ja auch sehr groß in der Schweiz. Ja. Aber Hornos und Steinwerfen gar nicht. Und wo dann immer weiter und weiter nach einer Antwort gefragt wurde und wirklich eine Antwort gefordert wurde. Und wenn ich dann keine Antwort bringen konnte, dass dann negative Antworten kamen. Nicht im Sinne von wirklichen Aussagen, aber dass dann halt einfach mal mit der Zunge geschnalzt wurde. Und das reicht ja schon. Und man selber sitzt da alleine? Man selber ist dann alleine. Es war ein bisschen furchtbar. Weil vor allem, wenn man so 20 ist und überhaupt kein Selbstvertrauen hat in der Sache, ja, bin ich raus aus dem Saal, bin aus dem Schloss raus und habe mir erstmal eine Ecke gesucht und geheult. Da habe ich mich hundsmiserabel gefühlt und einfach nicht mehr zugehörig. Also da war wirklich der erste Moment, wo ich gedacht habe, was mache ich denn jetzt, wenn meine Heimat nicht mehr meine Heimat sein möchte? Oder wenn meine Heimat nicht mehr meine Heimat ist? Die Behörden kreideten Lisa mangelnde Integration und fehlende Selbstfinanzierung an. Sie war erst 20 und lebte bei ihren Eltern. Wie andere in ihrem Alter hatte sie ihr Studium unterbrochen und wollte sich neu orientieren. Somit war sie für die Gemeinde nicht mehr Studentin. Das Ablehnungsschreiben kam nicht alleine. Ihm lag noch eine Schlussrechnung bei. 1.800 Franken Verfahrenskosten. Klar, mir wurde ja der C-Ausweis nicht weggenommen. Ich hatte den ja noch und ich hatte ja auch noch mein Leben in der Schweiz. Aber das war so eigentlich schon der zweite Moment, wo ich gedacht habe, meine Heimat will mich nicht. Andreas hört die Geschichte seiner Tochter nicht zum ersten Mal. Aber jetzt, da seine eigene Anhörung näher rückt, bekommen Lisas Worte eine ganz andere Bedeutung. Hallo! Ich hoffe natürlich, dass er in dem Gespräch nette Leute hat und die ihm auch dementsprechend entgegenkommen, wenn mal irgendwie ist doch bei einer Frage hakt oder so. Wir sehen uns ja gleich. Ja. Aber inhaltlich weiß ich, dass ich das eigentlich mich gar nicht drum sorgen muss, weil er schafft das schon. Madame. Frau Benedetto. Können Sie uns sagen, was eine Initiative ist, also nur auf Bundesebene? Also eine Ein Moment, ich muss ein bisschen nachdenken. Ganz ruhig. Wozu gibt es Initiativen und wie lanciert man sie? Herr Benedetto, das Referendum. Dann können Sie in Ruhe überlegen. Das Referendum ist ein politisches Recht, mit dem die Bürger gegen einen Beschluss des Parlaments vorgehen können. Genau. Und was müssen die Bürger dafür tun? Die Bürger müssen Unterschriften sammeln. Es braucht 8.500 Unterschriften auf Gemeindeebene. Gemeinde? Nein, ich wollte es auf Bundesebene wissen. Auf Bundesebene braucht es für ein Referendum 50.000 in 100 Tagen. Sehr gut. Jetzt Frau Benedetto, vielleicht läuft es besser mit der Initiative. Das ist ein politisches Recht. Die Bürgerinnen und Bürger schlagen ein Gesetz vor,
mit dem etwas geändert oder mit dem die Verfassung teilweise geändert werden soll. Hervorragend. Dann also vielen Dank. Wir sind am Ende dieser Anhörung angelangt. Das Wort hat nun Frau Kaibach, die uns das weitere Vorgehen erklärt. Die Kommission fällt gleich einen Vorentscheid und übermittelt diesen der Gemeinde. In Lausanne kennen viele der Kommissionsmitglieder den beschwerlichen Weg bis zur Einbürgerung aus eigener Erfahrung. Ich stamme ursprünglich aus Italien. Auch wenn keiner aus meiner Familie hier ist, weiß ich, dass früher auch die Italiener oder Spanier kämpfen mussten. Heute sind sie gut integriert. Vielleicht wollten sie ursprünglich in ihre Länder zurückkehren, aber schließlich haben sie hier eine Familie gegründet und wurden heimisch. Also blieben sie und sagten sich, wir müssen uns einbürgern lassen. Französisch ausgezeichnet. Integration ebenfalls. Sie sind pensioniert. Und auch alle Themenbereiche. Perfekt. Das ist nicht immer der Fall, gell? Oh nein. Wir hatten Glück. Also los, der Nächste. Es lief sehr gut. Jetzt ist der Stress vorbei. Jetzt geht's mir besser. Ja, mir auch. Das Resultat bekommen wir in 4 Wochen, haben Sie uns gesagt. 4 bis 6 Wochen. Bis 6 Wochen? Das ist lange. Und trotzdem ist die Gemeinde eher schnell. Wenn man bedenkt, dass es im besten Fall 1,5 Jahre dauert, bis man den Schweizer Pass erhält. Das Fest des heiligen Michael in Lugano ist ein wichtiger Treffpunkt für die eritreische Gemeinschaft. In Davids Leben spielt die Religion eine zentrale Rolle. Ich bin sehr eng mit der orthodoxen Kirche verbunden. Seit 9 Jahren helfe ich bei der Organisation. Es ist ein großes Fest und wird bis morgen dauern. Meine Frau fehlt mir. Sie ist krank geworden und musste für eine Behandlung ins Spital. Zum ersten Mal in den letzten 9 Jahren verpasst sie dieses Fest und das ist vor allem für die Kinder schwer. Ich hoffe, sie kommt bald wieder heim. Für mich ist dieses Fest wichtig, weil die meisten meiner Freundinnen in Chiasso wohnen. So können wir uns sehen. Wenn wir alle zusammen sind, unter Eritreerinnen, dann bin ich mehr ich selber. Weil wir alle aus demselben Land kommen, haben wir die gleichen Lebensumstände. Und ich fühle mich einfach wohler. Es kommen sehr viele Eritreer und Äthiopier aus der ganzen Schweiz und sogar aus Italien. Es kommen wirklich nicht nur Eritreer. Es werden heute Abend auch viele Äthiopier kommen. Denn die Kirche ist, wie Jesus Christus gesagt hat, das Haus meines Vaters. Eine Messe lang spielt die Entfernung zwischen der Schweiz und Eritrea für diese katholische Kirchgemeinde keine Rolle. Wie viele orthodoxe Feste dauert auch dieses die ganze Nacht hindurch. Aber nicht alle schaffen es bis zum Morgengrauen. Letztes Jahr war ich wirklich ganz vorne. Das war hart, denn da waren all die Priester und ich habe mir gesagt, du darfst bloß nicht einschlafen. Aber einige Male, als wir uns von den Bänken erheben mussten, bin ich sitzen geblieben. Und eine Cousine hat zu mir gesagt, was machst du denn? Steh auf! Es ist mir wichtig, bei diesen Anlässen dabei zu sein. Aber man kann auch an Gott glauben, ohne in die Kirche zu gehen. Bis 1971 hatten nur die Männer das Wahlrecht, danach auch die Frauen. Und 1981 kam die rechtliche Gleichstellung. Also, wir machen es so. Ich sage dir das Departement und du schreibst die Person dazu auf, okay? Justiz und Polizei. Karin Keller-Sutter.
Schweizer oder Schweizerin zu werden, ist nicht nur eine Identitätsfrage, sondern bedeutet auch das Erlangen der vollen Bürgerrechte. Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung besitzt keinen Schweizer Pass. Davon erfüllt fast 1 Million die Kriterien für eine Einbürgerung. Anna und Paolo haben beschlossen, aus dieser stummen Minderheit auszubrechen. Also los, stell mir Fragen. Aber übertreib es nicht. Wie viele Stimmen braucht ein Referendum? Wie viele Unterschriften? 50.000. Wow. Wie viele Leute gibt es in der Bundesversammlung? Das weiß ich nicht. 246. Wow. 2-0. Wie viele Stimmen braucht es für das Parlament? Mir macht es Spaß, so lernen auch meine Eltern die Sachen, die ich in der Schule lerne. Und dann ist es schöner. Ich bin nicht die Einzige, die die Sachen lernen muss. Gut, Chiara hat uns viel geholfen mit der Schule, hat sie bestimmte Sachen von der Schule mitgenommen. Und haben wir auch eine Website von der Gemeinde, vom Kanton, vom Bund, also vorbereitet haben wir uns schon ziemlich viel. Kommt jetzt die Gemeinde von Pontresina. Präsident, Gemeinde. Martin Ebli. Bei Familie Corona Cardoso steigt die Anspannung. Morgen fällt bei der Anhörung vor der Gemeinde die Entscheidung, ob sie die Einbürgerung schaffen oder nicht. Piz Bernina, Piz Palü, Piz Rosec. Wie sagt man das auf Romanisch? Scherchen. Gehört der Murtas Moral zu Pontresina oder Samaden? Samaden. Und das Val Rosec, wozu gehört das? Samaden. Das habe ich gewusst. Das ist nicht wahr. Trotz dem Scheitern seiner Tochter ist Andreas immer noch zuversichtlich. Er hat alle noch fehlenden Dokumente eingereicht. Seine Bewerbung wurde nun im Amtsblatt veröffentlicht. Freienbach. Andreas Luther, was ich bin, von Deutschland, Wohnsitz in der Schweiz seit 13 Jahren. Einwände oder Bemerkungen innerhalb 20 Tagen kann jedermann zu den Einbürgerungsgesuchen anbringen. Dürfte eigentlich nichts in der Sache passieren. Ich habe mit keinem Ärger, ich habe mit keinem Stress, ich habe auch keine polizeilichen Probleme oder sonst irgendwas. Ich parke nicht bei irgendjemandem auf dem Parkplatz andauernd oder drangsaliere jemanden. Und von daher nehme ich mal nicht an, dass jetzt irgendeiner sich daran stört, dass ich mich einbürgern lasse. Überall in der Schweiz kommt es vor, dass die Behörden Anschuldigungen von Bürgern erhalten, die gegen eine Einbürgerung sind. Meistens anonym. Wenn ich an DDR-Zeiten denke, das Vereinsleben hat Spaß gemacht. Ja. Ich war früher schon in der Jugend, war ich im Bogenschießen und Luftgewehrschießen, aber eben Pistolenschießen gab es eben nicht. Sagen wir mal so, das Schießen ist mehr schweizerisch. Es ist Entspannung. Ja. Man schaltet ab, man fokussiert sich mit dem Blick aufs Ziel und es ist einfach Entspannung. Ja. Ja, war schon besser als vorher. 100 wäre optimal, aber da bin ich noch meilenweit von entfernt. Im Verein hat man die Vereinsmitglieder, mit denen geht man mal ein Bierchen trinken, quatscht, die zu Veranstaltungen schießen, Moorgarten schießen oder Rotenturm schießen und sitzt dann und danach noch. Und es ist eben was anderes, als wenn man alleine irgendwo Schießkeller geht und Pistolenschießen ausübt. Ja. Ciao. 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 Tschüss. Wie war es in der Schule? Bist du nervös? Und Papa ist gar nicht da. Endlich, 3 Monate nach Verfahrensbeginn, ist der große Tag für Familie Corona Cardoso. Jetzt ist sie nervös.
Ich bin auch ein bisschen nervös. Mich packt es auch. Die Unsicherheit, das weiß ich nicht, wie das läuft. Oder wie ist das? Was wird? Und was, also, wie wird das gemacht? Und wer macht was? Wer fragt was? Und das macht mich eigentlich nicht gern. Für Thomas Walter ist es ein feierlicher Moment. Er ist Präsident der Einbürgerungskommission und führt die wenigen Anhörungen in seiner Gemeinde mit größter Sorgfalt durch. In Pontresina gibt es nur 3 bis 4 im Jahr. Die Leute sollen sich und können sich auf etwas vorbereiten. Es muss eine gewisse Wichtigkeit, eine gewisse Bedeutung haben. Weil meine Staatsbürgerschaft ist nicht einfach so, das gehen sie nicht einfach in den Supermarkt kaufen, sondern es setzt sich auseinander. Es hat auch langfristige gewisse Konsequenzen. Ich bekenne mich zu dem Land. Ich bin dann eben Schweizer oder Schweizerin. Und das soll schon eine gewisse Bedeutung haben. Für das darf man schon mal ein paar Schweißtropfen auf der Stirn haben. Das ist das ganze Dossier von Ihnen. He? Okay. Pico Bellas, da muss man wegen der Fragen. Hallo. Ist auch schwierig, weil die Kommission ist Leute, die du kennst schon vor vielen Jahren auf der Straße, die du begrüßt, aber ich nicht gewusst, wie das geht, so offiziell. Mein Gott, mir ist jetzt schon heiß. Heiß, ja. Und wir. Ciao, Hanna. Ist gut. Hallo, Hanna. Alles gut. Ciao. Alles klar. Ciao. Ciao. Gut. Bitte, kommen wir rein. Sind Sie gut. Merci. Grazie. Geht das einem Ende zu, der ganze Prozess, quasi alla fine? Die Situation ist nicht ganz angenehm. Wir sitzen hier wie eine Art Tribunal. Aber wir haben keine bösen Absichten. Parat? Warum wollt ihr Schweizer werden, Papa? Die Schweiz. Ich will Schweizer werden, weil ich seit 30 Jahren hier bin. Ich bin gut integriert und ich bin jetzt etwas gestresst. Ich fühle mich integriert. Ich empfinde mich schon als Teil der Schweiz. Das System im Gesamten gefällt mir. Und wieso willst du Schweizerin werden? Einfach, weil die Mama und der Papi das machen? Oder machst du es jetzt noch, weil es billiger ist, als die Eltern zahlen? Also, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Also, auch wenn meine Wurzeln Italienerin und Portugiesin sind, fühle ich mich Schweizerin auch, weil ich kann es nicht erklären, ich fühle mich einfach Schweizerin, weil ich seit 14 Jahren da bin. Wenn du jetzt in Italien und Portugal bist und sagst, jetzt gehen wir auf Pontesina, hast du das Gefühl, du gehst heim oder gehst du heim, wenn du auf Portugal oder auf Italien gehst? Wo ist dein Heim? Hier, Pontresina. Okay. Also da. Aber das sehen wir auch, wir zwei. Wir sehr gerne, zum Beispiel Maiferien wir immer auf Portugal, zum Beispiel die 3 Wochen. Schön, aber nach 3 Wochen sei ich immer, wieder daheim. Ja. Was reden ihr denn daheim für eine Sprache, wenn wir am Mittag sind? Am Tisch? Ich rede mit ihm Romanisch, wir verstehen uns. Also er mit seinem Dialekt und ich mit meinem Romanisch. Es ist eine komische Mischung daheim. Ja. Das ist interessant, ja. Mit Mami ist Portugiesisch und Italienisch beide. Also, gut. Was da ist. Jetzt gehen wir mal ein bisschen so über die Schweiz reden, oder? Okay. Es geht schließlich um die Schweiz. Die Schweizer Verfassung garantiert gewisse Freiheiten und Rechte. Italiano. Paolo darf eine Übersetzung verlangen, da Italienisch zu den Kantonssprachen gehört. So ohne weiteres zwischen 3 Landessprachen zu wechseln, da haben auch viele Schweizer Mühe. Freie Meinungsäußerung. Also freie Meinungsäußerung, Religionsfreiheit, Wahlfreiheit. Und wer ist mehr wert, die Frau oder der Mann? Gleichheit der Geschlechter. Seit 1981. No. 71. wir haben ja Bundesräte.
Wie viele haben wir? Bundesräte? Sette. Wisst ihr ein paar, wie die auch heißen? Ignazio Cassis. Hört. Sommaruga. Besset. Uli Maul. La. Amelt. Genau. Wie viele Kantone hat die Schweiz? 26. Das haben wir als erstes wiederholt. Papa, es sind 26. Ah, ganz richtig. Was wird am 1. März im Engadin gefeiert? Am 1. August? Im September? Beginn der Jagdsaison. 1000 Punkte. Ja, das gibt 1000 Punkte. Gehen wir jetzt ein bisschen zum Wasser. Wie heißt der Fluss, der hier in Pontresina startet? In. Nein, hier kommen zwei zusammen. Etwas mit F. Der Platz. Und der mündet wo? Wo fließt er hin? In. Und der In fließt wohin? Rein. Nein. Der Rhein fließt durch Chur, der andere fließt woanders durch. Wo? Da hatte ich ein bisschen Angst, dass ich den Pass nicht bekomme, wegen diesem blöden Blackout. Stupid Blackout. Sie hat gebrüllt, also, das muss ich sagen. Sie hat gesagt, ja, vielleicht, Mami, habe ich alles kaputt gemacht, vielleicht kriegen wir den Pass nicht, weil mir ist gerade der Moment nicht gut gegangen. Das Schwarze Meer? Gibt es das? Gut. Weitere Fragen? Ja, ne? Die Anhörung geht zu Ende. Nach der intensiven Vorbereitung fast ein bisschen enttäuschend. Wir wissen sogar, wer Präsident des Großen Rates ist. Alessandro della Vedova. Und Vizepräsident ist Wieland. 2017 war es Martin Ebli. 2016 Michael Pfeffri. 2001 Rodolfo Plaza. Wir wissen auch die Namen der vier Gipfel. Dann noch die vier Gipfel. Piz Bernina, Piz Palu, Piz Rosetsch und Piz Scherzen. Sehr gut. Alle bestiegen? Wir gehen oft in die Berge. Zum Wandern. Habt ihr diese Gipfel auch bestiegen? Die muss man gemacht haben. Familie Grune kennen wir schon lange da. Wenn wir sie nicht kennt hätten, wäre das Gespräch auch ganz anders gewesen. Apresalo, hä? Grazie. Also, uns interessiert vor allem natürlich, wieso will jemand Schweizerin oder Schweizer werden? Und da haben wir schon Antworten gehabt, weil ja, mit dem roten Pass ist es einfacher zu reisen. Und dann muss ich sagen, das kann es ja nicht sein. Dann haben wir das Gespräch abgebrochen und einen schönen Tag gewünscht. Also, das sind für mich keine, oder sind für uns keine Motivationen, zum Schweizerin oder Schweizer zu werden. Jetzt kommt der dritte Kandidat, David Mengstab, geboren 1974. David Mengstab ist am 24. Februar 1974 in Asmara, Eritrea, geboren. Er hat ein Gesuch für sich und seine drei Kinder eingereicht. Davids und Ermelas großer Tag. Gleich müssen sie der Lugana Kommission entgegentreten, die beeindruckende 13 Mitglieder hat. Diese prüfen unter dem Vorsitz von Enea Petrini das Dossier ein letztes Mal bis ins kleinste Detail. Also zu seiner Lebensgeschichte. Nach der Matura hat er den obligatorischen Militärdienst gemacht, 10 Jahre lang. Also wenn ich das richtig gelesen habe, 10 Jahre. Da müssen wir vielleicht genauer darauf eingehen. Aber ich glaube, das ist schon wahr. Im November 2006 entscheidet er sich, sein Leben zu ändern, kommt hier als Asylsuchender an und bekommt einen L-Ausweis. Er besucht Italienischkurse, um das Sprachniveau B1 zu erreichen. Auch den Gesellschaftstest hat er bestanden. Er ist verheiratet, für seine Frau liegt kein Gesuch vor, weil sie noch nicht lange genug hier ist. Es gibt keine laufenden Fahndungen oder Verfahren und auch keine Klagen gegen ihn. Begründung für das Gesuch. Meine Familie und ich fühlen uns vollständig in die wirtschaftlichen, sozialen, kommunalen, kantonalen und nationalen Strukturen integriert. Danke, dann können Sie reinkommen. Mhm.
Buonasera, signor Maestro. Prego. Ich war die Jüngste, sonst gab es nur Erwachsene. Sie haben auch mich befragt. Da habe ich gedacht, vielleicht stellen sie mir Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Da wurde ich ein bisschen nervös. Natürlich ist man gestresst, wenn man diesen Raum betritt. Die Bewerber warten draußen und haben keine Ahnung, was drinnen vor sich geht. Wir wussten, dass da 13 Leute sein würden, aber wir wussten nicht, was sie uns fragen. In Pontresina warten Corona Cardosos auf das Ergebnis ihrer Anhörung. Chiara beginnt ein Praktikum im Hotel, wo ihr Vater arbeitet. Fühlen Sie sich da in der Gemeinde? Fühlen Sie sich da daheim integriert? Ja. In Freienbach kämpft Andreas vor der Einwanderungsbehörde damit, nicht komplett den Faden zu verlieren. Sprachfreiheit und. Vor der imposanten Kommission von Lugano riskiert David seine Einbürgerung und diejenige seiner Familie. Doc wurde Ihnen präsentiert vom 100% elektrischen Nissan Leaf.